In der Hölle ist die Hölle los, Freunde! Ja, zumindest könnte man so ungefähr sagen bei Kingdom Hearts Final Mix. Kingdom Hearts 2, die Verzeihung, Final Mix natürlich. In der Unterwelt, beziehungsweise der Unterwelt Arena, wovon ich vermute, es ist ähnlich konstruiert oder vom Sinn gemäß konzipiert worden. Wie bei Kingdom Hearts 1 noch in der normalen Arena, hier oben im Kolosseum. Aber einfach mal kurz nachgucken, was eigentlich so abgeht. Der direkte Heldenplatz. Jo, hier ist ein bisschen was im Arsch. Darauf ihn mal hier hingepackt, okay, kann machen. Übermodus, Übungsmodus. Übermodus. Aber wir können es mal kurz angucken, ob es viel bringt. Habe ich so meine Zweifel, ist das der mit dem 100 oder was? Bin nicht so sicher. Drive geht auch nicht. Ja. Aber einfach mal drauf, wie lustig ich bin, wa? Ja, ich glaube, geht mir darum, dass wir einfach mal so viele platt machen wie geht und dann mal gucken, was passiert. Weil ich kann drinnen nicht unterbrechen. Nein, will ich auch nicht. Ich will bloß die Punkte einsammeln. Gerade sagen, wäre eigentlich schön, wenn ich noch irgendwie um die 200 kriegen würde, aber ja, wenn du noch ein paar große platt machst, ist das kein Problem. Wenn da mal ein großer kommen würde, wäre natürlich geil, aber ich glaube. Ah, Mist. Ich habe einen großen Britz nicht mehr bekommen. Ja, schade. Neuer Rekord, ja, und nichts. Das war's jetzt, oder was? Puh. Und dann tschüss, Mann. So. Gute Frage. Gibt es hier im zerstörten Kolosseum oder Heldenplatz gibt es noch irgendwelche Items zum Sammeln? Ich glaube, ja, weniger. War hier ist echt alles ein bisschen Arsch. Dank der Hydra, beziehungsweise eigentlich dank Hades. Nicht so unter Knabe. Ja, Pause, wenn nicht so schlecht war. Oh Mann, der ist eben noch so Depri. Mann, nee. Ja, ja, da müssen jetzt halt die Juniorhelden ran, wa? Wie traurig, ja. Das kommt schon noch vor, ne? Die Arena kommen dann auch nur gar kein Thema. Okay, ist keine Abkürzung oder sonst irgendwie ein Durchgang. Schade, schade. Ja, gut, dann gucken wir uns mal die Unterwelt-Arena an, wa? Eingang zur Unterwelt. Kann ich jetzt eigentlich hier irgendwie die Gruppe noch mit... Nee, Auron ist irgendwie nicht mehr da. Schade, schade. Da haben wir schon geguckt in der letzten Form. Ja, in der letzten Folge. Ja, die weißen Formen, die wir dank Donald freigeschaltet haben, müssen wir auch mal noch angucken. Aber erstmal würde ich gerne rübergehen. Der Pech- und Schwefelköp. Turnierlevel 25! Kann man versuchen. Naja, die sind schon ein bisschen stärker. Ich meine, dadurch natürlich ein geiles Training bekommen mit Level-Ups, ist sowieso nicht so schlecht. Der Drive liegt nicht drin, ja, das war klar. Lass mal die doofen Eier platt machen. Aua.
Donald, das war ein bisschen unpraktisch. Yeah, it's over. Fertig, Runde 3, Mann. Ja, Mann, ich bin fertig. Ai, ai, ai. Aua. Die Minis machen verdammt viel Schaden, wenn man ganz kurz anmerken darf. Sehr viel Schaden. Und von vorne, okay. Ja, vielleicht sind wir tatsächlich noch zu schwach dafür. Du. Die Musik nimmt zwar eher eine Akraba, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Ein bisschen MP habe ich noch, die spare ich mir natürlich auf. Super. Ich komme gar nicht an ihn ran. Mann, ich wollte gerade... Sowas nimmt man ein Konto. Du, Konter-Kombi, ja, das ist ne Konter-Kombi. Da machen viel Damage. Ja, okay, also, ich weiß, ist irgendwie Level 25 und so, aber nee, das ist krass. Sorry, das ist schon zu krass, Leute. Nö, da hauen wir ab, sagen, das ist soweit ganz schön und so, kann man machen, muss man aber nicht und wir verschwinden trotzdem. Oh Mann, auf eine neue Welt, würde ich sagen, wa? 25 und so, ja, wir kommen wieder zurück, gar kein Thema. Wir kommen wieder, wenn wir nicht mehr so viel Schaden kriegen, scheiße. So, da haben wir noch ein paar Dinge. Ich glaube hier in Holobastion oder Holobastion ist momentan noch nicht weiter viel los. Sollen wir uns auch mal nach Port Royal? Reagiert ein bisschen. Warte mal, die Farben hier. Das ist eigentlich schon der Kreis bzw. der Weg hier ist blau. Hier geht es ins Violetten. Hatten Sie mal da, Marius Olympus irgendwie auch so einen violetten Kreis hat. Hier so ein weiß-hellblau eher. Hier etwa das gleiche. Haben wir auch wieder so ein hellblau. Ein bisschen mehr blau. Okay, hier haben wir komplett weiß. Drüben ist es grün. Warum auch immer. Und ist total gelb. Ich frage mich halt, was für einen Grund hat. Irgendwie vom Level her oder so etwas. Oder ist es einfach so just for fun. Ich denke mal nach Atlantik, weil im frühen Level 9-0, das interessiert mich jetzt schon, was damit auf sich hat. Oh, the night sky is so beautiful right after a storm. What would I give to live where you are? What would I pay to stay here beside you? What would I do to see you smiling at me? Where would we walk? Where would we run if we could stay all day in the
sun, just you and me, and I could be part of your world. A girl rescued me. Her voice. Und damit, Freunde, willkommen zurück in Atlantica! Ja, hier müsste jetzt eigentlich friedlich sein, war Ursula ist ja weg. Sollte eigentlich. Flounder, he'll show you what to do. Come on, Sora, you can do it. Gut, man muss ja zugeben, wir haben nicht so oft Schwimmen gelernt oder mussten es einsetzen. Eigentlich nur bei Kingdom Hearts 1, sogar bei Kingdom Hearts Switching of Memories, wo wir auch hierhin zurückkehrten, zumindest in unsere Erinnerungen, waren wir trotzdem nicht in dieser Form unterwegs, sondern einfach ganz normal. Das ist nur schon ein bisschen was seltsam. Also, beweg dich mit dem linken Stick, hol zum Teil mit dem rechten vertikal. Schnell schwimmen. Okay, das ist neu. Wobei, soweit, alles klar. Ja, ja, ja. Ich würde sogar momentan behaupten, ist ein bisschen eleganter als Nobby Kingdom Hearts 1. Ja, siehst du, du lernst schnell, Sora. Sprichst. Okay. Viel besser. Übrigens, was bringt doch dreien hier zu uns? Ist dir irgendwas passiert? Könnte man so sagen, ja. Aber alles scheint ruhig und friedlich. Oh, also okay. Zumindest so lange, wie Vater gute Laune hat. Hört mal, wir fahren schon in Greifbahn ein Konzert. Warum singt ihr nicht in meinem Musical mit? Bitte sagt ja. Ariel verhält sich so seltsam in der Zeit. Vielleicht fängt sie sich und übt fleißig, wenn ihr auch mitmacht, ja? Hört sich toll an. Wir können es mal probieren. Exzellent, Mann. Na dann, ich bringe euch alles bei, was ihr wissen müsst. Singen, Hilfe. Okay, was müssen wir also tun? Also ganz einfach. Vielleicht können wir einfach nur irgendwie eine musikalische Herausforderung. Ich wollte gerade sagen, vielleicht können wir einfach nur irgendein Instrument spielen. Drücke X in Takt mit dem Lied und der Leiste. Och, nö, ich so gesehen gar kein Taktgefühl habe. Ja, vielen Dank dafür. Wir müssen einfach nur den Rhythmus fühlen. Feel the beat. Hört auf den Beat und bewegt euch dazu. Bereit, los geht's! Genau so! Okay, Donald, jetzt bist du dran. Mach einfach genau dasselbe wie Sora eben. Mal sehen, wer von euch es besser drauf hat. Das sah mir nicht ganz gestimmt, aber es hat nicht viel gefehlt. Das stimmt. Goofy, und jetzt du? Glaubst du, du kriegst das noch besser hin? Ich bin ganz schwindelig. Ja, genau so. Diesmal tanzt du mit Ariel. Denk dran, schön im Rhythmus bleiben, ja? Ja, das ist es.
Und jetzt geht's richtig um mit den munteren Luftblasen. Die Regeln sind die gleichen. Immer schön im Rhythmus bleiben. Ja, ja, feel the beat, feel the beat. Großartig, jetzt habt ihr's. You did it. Das ist alles, was ihr wissen müsst. Na, na, weiter, ich weiß nicht so recht. Wenn ihr mehr Lust habt, in meinem Meisterwerk mitzumachen, kommt einfach zu mir. Karte Atlantica. Die fragen natürlich, was bringt uns das? Ich meine, ist natürlich schön, wenn man so etwas machen kann und so. Abgesehen davon, dass er mich schön blamieren kann, ja. Delfinflosse. Hui. So, wenn wir ganz kurz speichern, wa? Platz unten im Meer. Wäre vielleicht auch Sinn gegeben, dass deswegen halt hier heißt von wegen, hey, das ist Herausforderungslevel 0. Weil, ja, es gibt nur eine Herausforderung. Das glaube ich eher weniger. Die Frage natürlich, wie groß ist die Welt jetzt hier? Sollen wir da mit Sebastian ganz kurz quatschen? Natürlich forschen, dass je nachdem, was wir... Zwiespaltteil, okay. Dass hier vielleicht später noch mehr zu tun gibt. Also halt weitere Episoden, ganz klar. Aber vor allem auch das mit dem Musical. Ist das noch irgendetwas... Wo komme ich eigentlich? Okay. Das noch irgendetwas auslösen könnte. Denn ganz ehrlich, hier ist es mir fast schon ein bisschen zu ruhig. Vor allem zurück, um wahr zu sein. Ach nein, soll ich das Musical versuchen? Ach nö, okay, gut. Denkt daran, ihr müsst in den Rhythmus richtig spüren. Feel the beat! Ich bin musikalisch. Ich bin ja, das stimmt, ich bin unmusikalisch. Das ist durchaus wahr. Sicher, ja, probieren wir es mal. Kapitel 1. Schwimm durchs Meer. What? Auf geht's! Na dann, wollen wir mal. Ach, du bekommst eine Note für die exzellente Bewertung. Okay. Oh, verlier sogar Noten. Ach du Scheiße. Let the music move you. You can do it. Don't be shy, let the music inside us dance, dance, dance. See, you can do it! Swim this way, we'll dance and we'll play. Now it's very easy, come on in, just take a chance and shake a fin. Watch the stage now, how exciting! See the sign, can you reach it in time? And tap, tap, tap. Yeah, that's it, man! Swim this way, we'll dance and we'll play. Now it's very easy, come on in, just take a chance and shake a fin. And if you can't reach the target, use magic! It's all the same if you've got steady aim. Just tap, tap, tap. There, you've got the rhythm now! Swim this way, we'll dance and we'll play. Now it's very easy, come on in, just take a chance and shake a fin. It's not over yet, you can do it, keep going! Swim this way, we'll dance and we'll play. Now it's very easy, come on in, just take a chance and shake a fin. Now what about the bubbles? Just a touch, cause it won't take too much to pop, pop, pop. On to the next one! Swim this way, we'll dance and we'll play. Now it's very easy, come on in, just take a chance and shake a fin. Drum solo, here's the sign, give him the cue! Count him in so we'll know to begin to drum, drum, drum. Now the cues are up to you! Swim this way, we'll dance and we'll play. Now it's very easy, come on in, just take a chance and shake a fin. Here's your big moment, make him cheer! Don't dilly-dally, it's your big finale, shock, la, la. You made quite a splash! That was fantastic! Swim this way, we'll dance and we'll play. Now it's very easy, come on in, just take a chance and shake a fin. Swim along, just join in the song. A musical for everyone to have a lot of finny fun. Alter, ich bin doch nicht so schlecht, wie ich dachte. Sora, you were amazing. Hey, that
Your Majesty, we have visitors. King Triton. I certainly hope there hasn't been a need to use that Keyblade of yours. Nope, everything's fine. Not a Heartless in sight. Your Majesty, our guests, they want to sing in the musical. Well, that sounds like a splendid idea. We may need your help after all. You see, I'm afraid Ariel's still infatuated with the human world. A busy rehearsal schedule might be just the thing she needs to stop thinking about life up on the surface. Just join in the song, a musical for everyone to have a lot of finny fun. That's the voice I heard. I'm sure of it. Hello? Where are you hiding? I know you're the girl who saved me. Please, come out so I can thank you. Ariel? That girl's acting strange again. Probably been flitting around on the surface. Oh, the Sea King's gonna have my claws for this! Come on, we gotta keep rehearsing. I'm sorry, but I don't feel like it. No, Ariel! I've got an idea, Sebastian. You do? I know how to cheer Ariel up. Come on, follow me! Hier drüben! Was will uns Fabius wohl zeigen? Sicher etwas sehr Interessantes, was wir in der nächsten Folge hoffentlich entdecken werden. Genauso das Geheimnis hier um diesen sonderbaren Mann, den Ariel geredet hat, plus noch diese beiden, sag jetzt mal Aale waren das, oder sogar Zitale oder so, keine Ahnung, jedenfalls die Handlanger von Ursula, die ja im Prinzip besiegt, verbannt, whatever ist, aber ja, ich meine, Kingdom Hearts, eine Welt, die komplett friedlich ist. Sowas hilft, glaube ich, eher weniger. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.